Heute begrüße ich die Dr. Eike Lauterbach. So, jetzt bist du wieder da. Schön, Eike, hat das geklappt. Ich freue mich super und vielen herzlichen Dank auch, dass du bereit bist, heute über das Eltern-Kind-Entfremdungssyndrom zu sprechen und eben hier deine Geschichte erzählst. Ganz herzlich willkommen, Eike. Und ich, vielleicht kannst du gleich mal beginnen. Einfach so ein bisschen zu erzählen, wann hat das bei dir begonnen und wie hat das bei dir begonnen? Ja, also der Vater hat in Leipzig vom Richter Weifenbach am Amtsgericht das alleinige Sorgerecht bekommen. Er hatte sich also dem Jugendamt gegenüber verpflichtet, in Leipzig zu bleiben und man hat dem auch geglaubt. Und als er das Sorgerecht dann hatte, ist er sofort nach Münster zu seinen Eltern gezogen. Die waren auch immer hier und haben ihn bei der Kindererziehung unterstützt. Er hatte auch eine Familienhelferin. Ja, und dann hat man in Münster eben festgelegt, dass ich für eine Stunde begleiteten Umgang von Leipzig nach Münster kommen muss und dafür auch die Kosten tragen muss. Und das ist mir nicht möglich. Also ich bin schwerbehindert. Ich bin jetzt nicht so schwerbehindert, dass ich kein Kind erziehen kann. Das Kind hat fast 2 Jahre bei mir gelebt. Ich musste auch mit Tabletten abstillen. Deswegen habe ich jetzt immer Probleme mit meiner Brust, die entzündet sich immer. Und ich habe auch schon die Gynäkologin gefragt, ob man die Brüste vielleicht abnehmen lassen kann, aber das ist nicht möglich. Ich hatte auch den Verdacht auf Brustkrebs. Wahrscheinlich, weil sich diese Zysten, die Milchdrüsen, entzündet haben durch diesen plötzlichen Abstillprozess. Und ja, also ich sehe meinen Sohn seit 2013 nicht mehr, also seit er nach Münster gezogen ist. Und ist er nach Indonesien gezogen? Jetzt sehe ich ihn erst recht nicht mehr. Wie alt war dein Sohn damals, 2013? Damals, 2013, der ist 2009 geboren, also 4 Jahre alt. 4 Jahre alt, also sehr klein, ja, okay. So, ja, wie gesagt, ich habe ihn lange gestillt. Als er dann eben zu den Umgängen bei mir war, da wollte er eben noch Milch trinken und hat eben gar nicht verstanden, dass da nichts mehr kommt. Und der ist immer auch sehr, sehr schwer zum Vater gegangen. Also ich habe dadurch das ganze Haus kennengelernt, weil der immer wie am Spieß geschrien hat, wenn er wieder zum Vater zum Umgang musste. Und Verrückt, so habe das, ich meine ja. ganze Nachbarn hier kennengelernt. Und ja, es gab eben auch mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen mit dem Vater. Das Kind hat irgendwann mal Verbrennung an den Füßen. Das habe ich dann auch dem Jugendamt mitgeteilt, aber die sind dem Ganzen nicht nachgegangen. Der Gerichtsmediziner hat auch gesagt, dass der Hergang, so wie der Vater ihn schildert, so nicht passiert sein kann. Und der Vater ist auch in der Nacht, nachdem diese Verbrennungen aufgetaucht sind, nach Münster verschwunden und hat dann über mehrere Monate den Umgang verweigert, um die Wunden abheilen zu lassen. Und dann konnte man eben nichts mehr feststellen. Ja, Das ist okay. in Deutschland, dass gewalttätigen Vätern die Kinder zugesprochen werden und die dann da verbleiben müssen. Und man dann auch, ja. Deswegen denke ich auch, dass der Umgang durch den Vater eben erschwert oder unmöglich gemacht wurde, damit eben auch kein Bezug mehr zum Kind da ist, weil der auch Angst hatte, dass das dann vielleicht äußern könnte, ich will zur Mama. Ja, genau. Darf ich fragen, ob dein Ex-Partner, also kommt er von Indonesien oder war der von Deutschland? Also, Der dass ist der jetzt nach Indonesien also weggezogen ist. aus Deutschland, also geboren in Ilmenau im Allgäu und sein Vater war eben bei der Armee und ist dann eben nach Münster Okay. einberufen worden. Da ist er dann eben geblieben, ist dort dann auch groß geworden, ist in Ilmenau von einer Ziehmutter erzogen worden die ersten Jahre. Ja. Ja. Aber Und ich jetzt habe ist so. er einfach nach Indonesien ausgewandert. Ist er ausgewandert, hat dort eine Frau gefunden und will dort heiraten und ja, und hat dort auch eine Stelle an der Uni gefunden. Und der DAAD, der hat dieses Projekt unterstützt. Der Junge ist jetzt in Obhut eines Kindermädchens den ganzen Tag. Das Kindermädchen spricht nur Indonesisch und Ja, Englisch. ja. Mein Sohn hat immer gejammert, dass er Probleme im Englischen hat.
ist auch ADHS-Kind geworden, war über ein Dreivierteljahr in der Psychiatrie, hat mir stolz berichtet, dass er den Klinikrekord gebrochen hat mit seinem Aufenthalt. Also er war am längsten in der Psychiatrie in Behandlung. Ja. Ich habe das alles gar nicht erfahren. Ich habe das dann erst im Gange des Gerichtsverfahrens erfahren, weil ich habe jetzt nicht mal die Adresse von meinem Kind. Also leibliche Mütter haben nicht mal das Recht zu wissen, wo ihre Kinder verweilen. Ja. Aber darf ich dich fragen, Eike, wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du, also ich nehme mal an, eben ihr hattet eine Beziehung und das Kind war da und so und dann kam es zur Trennung und dann war das Kind noch bei dir oder ist das dann bei der Trennung schon zum Vater gegangen oder wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, also als das Kind dann geboren wurde, kam es vermehrt eben zu Konflikten. Und diese Konflikte, die wurden dann auch gewalttätig. Ich war zur Mutter-Kind-Kur und der dort mich behandelnde Psychologe hat gesagt, ich muss aus der Situation raus. Das ist auch fürs Kind nicht gut, wenn das Kind eben ständig die Gewalt an der Mutter erleben muss. Ja. Und hat mir eben zur Trennung geraten. Ich wollte dem Vater das Kind erhalten und habe eben diese Gewalt über mich ergehen lassen. Und nach der Kur bin ich dann raus aus der Beziehung und da 2 Tage nach meiner Rückkehr fand dann schon die erste Verhandlung am Gericht statt. Und ich musste mir dann von heute auf morgen einen Anwalt suchen. Und dieser Zeitraum, den ich zur Mutter-Kind-Kur war, den hat man als Umgangsverweigerung unterstellt. Ich habe dann dem Richter zwar den Kurbericht vorgelegt, hat ja alles unter den Tisch fallen lassen, das war eben eine Umgangsverweigerung. Also andere Väter haben ihre Frauen dort besucht. Meiner hat es dann vor Gericht genutzt und hat gesagt, hier, die hat mir den Umgang verweigert. Ich muss auch sagen, mein Sohn, der hat Neurodermitis, ihm hat die Kur an der Nordsee sehr gut getan. Wir waren in Norderney und haben auch wegen der häuslichen Gewalt eine Verlängerung bekommen. Also haben dann auch eine Verlängerung durchgesetzt. Ja. Okay. Und dann kam dann der Junge schlussendlich zum Vater, oder? Ja, der kam dann zum Vater. Obwohl man wusste, dass der Vater auch gewalttätig ist und also gegen dich zumindest, konnte ja nicht ausgeschlossen sein oder werden, dass er das dann vielleicht beim Kind auch reproduziert oder wurde das vor Gericht dann nicht in Betracht gezogen, also doch, ich habe sogar eine ärztliche Stellungnahme von einem Arzt bekommen, der sich diese Bilder angeschaut hat und der eben vermutet hat, dass er unter einer Impulskontrollstörung leidet und deswegen diese Gewaltausbrüche über ihn kommen und er das dann auslebt. Aber das hat den Richter auch nicht interessiert. Also der hat auch sedierende Medikamente bekommen, damals Antidepressiva, die eine sedierende Wirkung haben, die ihn ein bisschen wahrscheinlich geerdet haben und wo er sich dann etwas zurücknehmen konnte, aber es ist mir nicht bekannt, inwiefern er die Medikamente weiternimmt. Also es gibt auch eine ärztliche Stellungnahme, dass er aufgrund der Erkrankung der Kindererziehung nicht nachkommen kann, aber auch die hat der Richter dann ignoriert. Und als er dann ausgewandert ist, bist du da befragt worden, ob du damit einverstanden bist oder ist das so hintenrum gemacht worden von ihm? Also ich war vor Gericht in Hamm und in Münster. In Münster hatten wir mit einer Frau Tünte Winkelmann zu tun und die hat mir dann erklärt, dass ich ja, auch wenn das Kind dann älter ist, einen guten Kontakt zu einem 17-jährigen Kind aufbauen könne und die Zeit mit ihm nutzen könne. Und in Hamm, das war der 13. Familiensenat unter Chaussier und Kollegen, die haben einfach diese Entscheidung der Richterin in Münster übernommen. Also da wurde gar nicht weiter geprüft. Es wurde durch meinen Anwalt auch auf die Gefahrensituation in Indonesien hingewiesen. Also es gibt dort jetzt massive Straßenkämpfe, also auch sehr viele Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, starke Regenfälle. Jetzt kommt noch diese Situation mit dem Coronavirus, der in China also sesshaft ist und wo das nach Indonesien überschwappen könnte, ist ja nicht so weit entfernt. Ja. Aber das hat die Richter alles gar nicht interessiert. Also beim Auswärtigen Amt auf der Seite, da ist über eine Seite mit Gefahren für Indonesien
Und das hat mein Anwalt an die beiden Gerichte geschickt. Das war für die überhaupt nicht relevant. Also ob das Kind lebend oder tot zurückkommt, das scheint die Richter nicht zu interessieren. Nicht zu interessieren. Ja. Man hat wirklich die Meinung, dass man es mit Psychopathen und nicht mit Menschen zu tun hat. Ja, eiskalt. Ja. Eiskalt. Ja, das habe ich gerade gestern auch oder vorgestern gehört. Das ist schon unglaublich. Ja, eben wenn man solche Geschichten hört und sich denkt, was haben diese Leute, was überlegen die sich oder wieso tun die das? Also du hast deinen Sohn seit 2013 nie mehr gesehen. Weißt du denn heute wenigstens genau, wo er ist? Hast du eine Adresse oder so? Oder hättest du die Möglichkeit, da mal anzurufen? Oder hast du das auch schon probiert vielleicht? Oder? Also ich habe keine Adresse. Ich habe den Vater gefragt, wo ich mein Weihnachtsgeschenk hinschicken soll. Und er meinte, schick's an meine Eltern. Und das beim letzten Telefonat mit meinem Sohn habe ich meinem Sohn auch gesagt, dass ich keine Adresse von ihm habe und ich die Weihnachtsgeschenke bzw. die Post, die ich an ihn richte, bei mir zu Hause aufbewahre und wenn ich ihn dann irgendwann mal wiedersehe, dass ich ihm das dann geben würde. Mhm. Ich wollte ihm die Sachen auch zeigen, aber der Vater hat kein Videotelefonat zugelassen, weil der Oliver wieder krank war. Mhm. Und der Vater leidet unter einer chronischen Streptokokken-Infektion. Ach. Und hat er mich immer angesteckt und jetzt steckt er das Kind immer an. Das Münsteraner Gesundheitsamt hat dazu gesagt, gut, dann hat das Kind halt höhere Schulfehlzeiten, aber das ist ja nicht so schlimm. Also der braucht schon eine vernünftige Bildung. Ja, genau. Ja, also das ist ja auch wieder ein furchtbares Schicksal. Magst du uns vielleicht ein bisschen auch erzählen, wie sich das Ganze auf dein Leben auswirkt und ausgewirkt hat? Ja, also mein Leben ist im Prinzip mit dem Weggang meines Sohnes zum Stillstand gekommen. Also ich lebe wie in einem Vakuum und manchmal dringt was zu mir vor und ja, oft auch nicht. Also ich habe so den Eindruck, ich werde gelebt. Ich nehme nicht mehr aktiv am Leben teil. Also es interessiert mich auch alles nicht. Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Also ja, es ist furchtbar. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie schlimm das ist. Also es gibt Tage, da liege ich im Bett und ich komme einfach nicht raus. Es gibt nichts, was mich motiviert, aufzustehen. Es gibt nichts, was mir Freude im Leben macht. Ich habe früher gern gelesen, ich bin gern gereist. Ja. Aber das, also ich bin auch physisch völlig erschöpft. Ich komme manchmal nicht mal mehr bis zur Haustür. Ja, das kann ich gut verstehen und auch nachvollziehen. Hast du denn eben, du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dass du eigentlich überhaupt nirgends richtig gehört und gesehen wurdest und dein Fall sozusagen ja einfach abgetan wurde. Hast du weiters Hilfe gesucht oder so? Oder wurde dir überhaupt irgendwo geholfen? Also geholfen wurde mir nicht. Ich habe mich hier an den sächsischen Justizminister, den Herrn Gemko, gewandt. Der hat mir auch ein Gespräch gewährt, hat Unterlagen erbeten. Ich habe diese Unterlagen dann zurückbekommen, ohne Anschreiben, ohne nichts. Es ist nichts passiert. Ich habe mit dem Herrn Hefner, dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, gesprochen in Dresden. Also der ist der Präsident des Oberlandesgerichts in Dresden. Hier war mal eine Konferenz in Leipzig, ob die sächsische Justiz auf dem rechten Auge blind ist. Und da waren diese ganzen Größen anwesend. Und ich habe mir dann gleich alle geschnappt und dann habe ich mit dem Gerichtspräsidenten des Amtsgerichtes in Leipzig, dem Herrn Wolting, gesprochen. Und damals hat er seinen Richter verteidigt und gesagt, es wäre sein bester Familienrichter. Und auf dieser Konferenz wollte er dann nichts mehr von seinen Kollegen wissen. Also die Freundschaft war wohl dann doch nicht so tief. Ich habe mich an die Presse gewandt. Ich war bei Dreisat, der Heinz Fassbender, der früher beim BDR war, hat einen Artikel über mich verfasst, unter justizskandale.de zu finden. Dann war ich in der Jungen Welt. Ich habe wirklich alle möglichen Institutionen angetrommelt. Ich habe auch in der Schweiz eine
Individualbeschwerde gemacht. Eine Victoria Lee, weil Deutschland gegen die Behindertenrechtskonvention verstößt, indem es einer behinderten Frau auferlegt, nach Münster hin und zurück zu fahren, was ihr physisch unmöglich ist. Aber ich bearbeite das einfach nicht. Ich habe einen Schweizer gefunden, der ist hingefahren nach Genf und hat das dort gegeben. Also ein großer Kämpfer, also bin ich sehr, sehr dankbar. Und der ist einfach nicht gehört worden. Den hat man abgewiesen. Er hat die Unterlagen dann dort gelassen und es passiert nichts. Ich habe am Europäischen Gerichtshof geklagt. Ich habe bis zum Bundesverfassungsgericht, man kommt ja nicht zum Europäischen Gerichtshof ohne Verfassungsgericht, alles abgewiesen, alles abgeschmettert. Alles normal. Das darf sein. Also die Victoria Lee von der Individualbeschwerdenstelle, die hat geschrieben, dass die Behindertenrechtskonvention verletzt wird, aber sie macht nichts. Sie macht nichts. Ja. Ich habe auch mit ihr telefoniert in der Schweiz. Sie macht nichts. Dann habe ich in Genf, da ist der Sekretär, der spricht nur Französisch. Ich habe meinen Kollegen gebeten, mit ihm zu sprechen. Der spricht Französisch, also der ist Dolmetscher für Französisch. Mhm. Und dann kommt er plötzlich nur Englisch. Mein Kollege hat ihn natürlich dann auf, also der kann auch Englisch, er hat dann auch Englisch mit ihm gesprochen, aber es war kein Vorankommen. Der hat uns nicht an die Stelle weiter verbunden, mit der wir hätten sprechen wollen. Und die Victoria Lee ist einfach untergetaucht. Die ist nicht mehr erreichbar. Also die ist auch bei Skype. Ich kann dir gerne den Kontakt weitergeben, aber die ist nicht erreichbar. Also da hat man schon den Eindruck, da läuft ganz, ganz viel schief und also auch diese Hilfsstellen oder Beratungsstellen oder was es dann auch immer ist. Wie geht es dir heute damit? Also wie gehst du heute damit um, mit all diesen Dingen? Bist du noch in einem laufenden Verfahren oder so oder kämpfst du weiter? Ja, also Verfahren kann ich keine mehr führen, weil die Richterin in Münster hat eben auch ganz deutlich geschrieben, wenn das Kind aus dem deutschen Verwaltungskreis raus ist, ist auch das deutsche Gericht nicht mehr zuständig. Das hat der BGH vor vielen Jahren mal entschieden und sie hat mir dieses Urteil dann auch zukommen lassen. Ja, ich war jetzt gerade am Donnerstag zu einer Anti-Kinderklau-Demo in Berlin und dort wurde eben vom Reichstag, als auch vom Familienministerium gesprochen, es sind ein paar Angestellte vom Familienministerium mit ihrer Teetasse runtergekommen und haben mit uns gesprochen. Und da wurde auf das Problem aufmerksam gemacht. Ich denke, das ist politisch gewollt, dass Familien zerrissen werden, dass Familien zerstückelt werden, dass Kinder ihr Urvertrauen verlieren, dass Kinder kein Rückgrat mehr haben, dass Kinder sich nicht mehr zur Wehr setzen später als Erwachsene, weil sie eben in der Kindheit gebrochen wurden. Also man will keine Menschen mehr, die vielleicht Oppositionelle werden oder die sich gegen das System auflehnen. Ja. Man will willenlose, ja, Heide Rose Mantei hat es formuliert, Kindersoldaten schaffen. Genau. Ja. Ja, das ist grauenhaft. Also es ist eine grauenhafte Vorstellung. Und ich habe ja jetzt auch schon wirklich mit vielen Menschen gesprochen, und das ist auch ein Thema, was sich oft wieder herauskristallisiert. Und ich sage immer, also ich finde das schon, das macht einem auch Angst, ja. Also das zu glauben, also mir macht das Angst, das zu glauben, dass das wirklich, dass es so, wie du gesagt hast, also solche großen Psychopathen gibt eigentlich, die da an den Rudern sitzen und eben Dinge entscheiden können, wo über Leben entscheiden, über ganze Familien und das ist schon eine wirklich grauenhafte Vorstellung. Hast du noch irgendwie Hoffnung bei dir, dass du deinen Sohn jemals wieder siehst? Ja, also ich sage immer, es kann nur ein Wunder passieren. Also ich weiß es nicht. Also es können ja die unmöglichsten Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet, passieren. Ja. Und darauf hoffe ich, dass irgendwas passiert, dass ich ihn wiedersehen kann. Dass du ihn wieder siehst. Ja, wenn du, also jetzt mal einfach so angenommen, aber du sagst ja auch, du bist eigentlich körperlich gar nicht in der Verfassung dazu.
Und du hast ja auch keine Adresse, also könntest du nicht mal nach Indonesien reisen und mal dort versuchen, ihn aufzufinden oder aufzuspüren. Das geht ja eigentlich auch nicht. Und es ist ein sehr, sehr, sehr weiter Weg nach Indonesien. Ich war auch schon da und es ist wirklich fast am anderen Ende der Welt. Also von dem her gesehen, ja. Ja, wo stehst du sonst noch so heute? Also da hast du jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was, ja, was alles passiert ist und so. Aber wie gehst du weiterhin damit um? Also du hast auch schon gesagt, eben es ist wirklich so schwer, dass es wirklich körperlich und mental einfach schon fast gar nicht mehr möglich ist. Machst du trotzdem weiter? Und wenn ja, wie machst du weiter? Was unternimmst du noch? Und ja. Ja, also wie gesagt, wir waren jetzt eben zu dieser Anti-Kinder-Klau-Demo in Berlin und ich habe einen Journalisten dort kennengelernt, den Herrn Johannes Schumacher, und der möchte eben gern nach Leipzig kommen und mit betroffenen Müttern oder Vätern im Jugendamt vorsprechen, und ich werde ihn da auch begleiten. Ich habe meine Mitarbeiter auch zugesagt und man weiß nicht, vielleicht kommt dann doch dieses Schreiben zum Tragen, dass sich der Vater verpflichtet hat, dem Jugendamt gegenüber in Leipzig zu bleiben, dass dann doch irgendwie eine Wende kommt, dass juristisch irgendwas umgesetzt wird und festgestellt wird, es war eine Fehlentscheidung. Und ich denke, wenn das dann passiert, dann wird er auch gezwungen werden, zurückzukommen. Also ich denke, dann wird man vielleicht auch das Kind zurückholen können. Weil wenn er arbeitet ja auch für eine deutsche Institution, und wenn der DAD dann unter Druck gesetzt wird, dass das Kind illegal in Indonesien ist, dann würden die ihm ganz schnell das Geld streichen, wenn er das Kind nicht so nach Deutschland zurückbringt. Ja, weil eben, also du hättest ja damit einverstanden sein müssen. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber also man kann nicht einfach mit einem Kind abhauen und der andere Eltern, ohne dass der andere Elternteil informiert ist und auch einverstanden ist damit. Das ist ja genau, das passiert ja seit Jahren sehr, sehr oft, dass diese Kinder quasi entführt werden und dann auf Nimmerwiedersehen damit will man das ja eigentlich genau verhindern. Das ist ja, wenn du schon eincheckst am Flughafen, dann musst du ja irgendeinen Zettel vorweisen, dass, also von einem Anwalt oder Notar hier in der Schweiz und so weiter, dass das Kind die Erlaubnis hat, vom anderen Elternteil das Land zu verlassen. Ist das in Deutschland nicht so? Wenn man entsorgt wurde, also wenn man das Sorgerecht verloren, dann hat man im Prinzip alle Rechte am Kind verloren. Und das ist dann in das Eigentum des anderen übergegangen. Also ja. Als Frau hat man dann sozusagen nur als Geburtsmaschine fungiert, hat 9 Monate sich umsonst da abgemüht, also hat dann alle Rechte am Kind verloren. So verloren, ist das. Ja, auch wenn ja, die dann das Land... Das Kind eben auch als sein Eigentum, und das macht er eben auch sehr deutlich. Und alle gehen da mit, also alle Behörden machen mit. Ja. Ich hatte hier in Leipzig einen westdeutschen Richter, ich habe russischen Migrationshintergrund, meine Mutter kommt aus Russland, und der hat sich in der Verhandlung sehr gegen meine Mutter ausgesprochen. Ich habe dann die Antidiskriminierungsstelle des Bundes angeschrieben, ich habe hier das Antidiskriminierungsbüro angeschrieben, die haben auch den Richter angeschrieben, ich habe dazu eben auch beim Gerichtspräsidenten vorgesprochen. Keine Chance. Rassismus in Deutschland auf hoher Ebene ist legitim, vollkommen legitim. Mhm. Also wenn ein westdeutscher Richter keine Russen mag, dann kann er das ausleben vor Gericht. Ja, das ist ja eben, es ist so bedenklich. Also das ist unglaublich, was in solchen Fällen alles einfach schief läuft und was sich die Richter, die Ämter und so an einfach nur, weil sie in einer Machtposition sind, an Grausamkeiten herausnehmen, um andere richtig gehen zu quälen, ja. Also da fragt man sich schon, sind die irgendwie mental total sadistisch veranlagt oder was stimmt genau nicht mit diesen Menschen, ja. Die haben ihre Menschlichkeit verloren, die haben ihr Mitgefühl verloren und für die bist du sowieso nur eine Nummer. Eine Dossiernummer, da geht es nicht um dein Leben, da geht es nicht um das Leben deines Kindes.
das ist schon wirklich sehr, sehr bedenklich und vor allem, es kann jedem passieren, gell? Also, du hast ja nichts gemacht, dass du in dieser Situation bist. Ja, also es ist ja nicht, wie soll ich sagen, es ist ja nicht deine Schuld oder du hast irgendetwas Böses angestellt, damit du jetzt eben in dieser Situation bist, oder? Das ist unglaublich. Liebe Eike, was denkst du, was wird sonst noch so brauchen, damit sich dieser Fall jetzt bei dir, damit sich die Situation verändert? Oder was wird es generell brauchen vielleicht auch, dass solche Situationen gar nicht mehr vorkommen, ja? Ja, man braucht eben ein reformiertes Familienrecht. Also man braucht auch in der Gesellschaft das Bewusstsein auch unter den Eltern, dass Kinder eben beide Eltern brauchen, dass Kinder Vater und Mutter brauchen. Und ich denke, viele machen sich das auch zu einfach. Also wenn Beziehungen nicht funktionieren, dann rennen gleich alle auseinander und machen ihr eigenes Ding und dann wird gekämpft gegeneinander. Das gab es früher so nicht. Und ich denke, es bedarf auch Institutionen, die wirklich auch funktionieren und die im Wohle des Kindes entscheiden und nicht zum Wohle eines Elternteils. Oder zum Beispiel diese Institution in der Schweiz, wo man diese Individualbeschwerden einreichen kann. Wenn die nichts machen, dann frage ich, was ist das, ein Kaffeetrinkerverein? Genau. Also dann brauche ich die auch nicht. Dann müssen klar. Keine Steuergelder fließen, um solche Sinnlosvereine zu unterstützen. In der Politik ein Bewusstsein geben, dass sich hier was ändern muss, dass man die Leute auch Gehör finden, die vor dem Familienministerium stehen und schreien, warum nehmen die uns unsere Kinder weg? Da war eine Mutter, die ist Mutter von drei Kindern und man hat ihr alle drei Kinder weggenommen, hat ihr dann angeboten, ihr ein Kind zu lassen, wenn sie auf zwei verzichtet. Also die Mutter verzichtet auf eigene Kinder, die hat im fünften Monat abgetrieben, weil sie die Kinder verlieren wollte. Also das ist furchtbar, das ist sowas von unmenschlich. Ja, ja. Also mit anderen Worten, unser ganzes System ist eigentlich krank. Oder das ganze System ist krank. Denkst du auch, zum Teil sind die Menschen, die auf diesen Ämtern eben arbeiten, wie beim Jugendamt oder was weiß ich, Psychologen, Gutachter etc., Richter sowieso, Polizisten, alle, die da halt dazugehören, sind die deiner Meinung nach genügend ausgebildet überhaupt, um diese Thematik überhaupt zu erfassen und zu verstehen? Gar nicht. Also ich habe das festgestellt in meinem Familiengerichtsverfahren, der Richter, der wusste nicht mal, dass eine Frau Zeit zum Abstillen braucht, dass das nicht von heute auf morgen geht, das Abstillen. So, das wusste er nicht. Und da sage ich mir, so ein Mann hat im Familienrecht nichts verloren. Der war früher Strafrichter und dann war er im Familienrecht. Ja. Also es gibt ja jetzt auch die Tendenz in Deutschland, dass Familienrichter eine Ausbildung erfahren sollen und auf die Thematik eben auch, also dass Psychologen oder andere Fachärzte müssen sich weiterbilden und Richter müssen keine Weiterbildung durchlaufen, wenn sie ins Familienrecht gehen. Mhm. Und das will man jetzt ändern. Das finde ich auch sehr gut, dass Richter da auch psychologisch geschult werden und dass Richter eben auch mit Ärzten beispielsweise zusammenarbeiten. Es ist ja immer dieser immerwährende Kampf, wer ist der Gott, der Richter oder der Arzt? Der Arzt Leben. Der hat einen ganz anderen Beruf, aber Richter denken, sie sind diejenigen, die Götter in Schwarz sozusagen sind. Ja, ja, genau. Und dieser ewig währende Kampf, dass man dem Arzt nicht glaubt, der schreibt eine Stellungnahme und der Richter sagt, nee, das glaube ich nicht, fordere da ein Gutachten an und die Gutachter, die schreiben das, was der Richter hören will. Also es muss neutrale Gutachten geben. Ja. Wir haben zum Beispiel einen Gutachter, der unseren Gutachter, also ich habe viele Mütter gefunden, die den Professor Garlepp als Gutachter auch hatten. Und es gibt einen Gutachter Müller-Hahn, der hat gesagt, dieser Mann ist eine Schande für unseren Berufsstand. Er hat zum Beispiel geschrieben, der kritisiert die zu enge Mutter-Kind-Bindung. Ja, das ist auch so ein Thema, genau. Er schreibt, eine Mutter
keine enge Mutter-Kind-Bindung ist ganz natürlich, ganz normal. Dann sage ich, was hat dieser Professor mal gelernt? Wo hat er seinen Doktortitel her? Ja, Hat er bei Quelle bestellt? Er sollte sich vielleicht genau. mal mit der Psychologie beschäftigen Ja. und mit irgendwelchen finanziellen Belangen. Ja, und es ist ja auch normal. Also das ist ja eigentlich wünschenswert, dass ein Kind eine enge Beziehung überhaupt mit seinen Eltern hat. Jetzt vielleicht nicht nur mit der Mutter, sondern überhaupt mit den Eltern. Aber da kommt mir, also da kommen wir wieder auf das Thema zurück, dass sie das eben gar nicht mehr wollen. Ja, also sie wollen ja eigentlich die Kinder von Anfang an dann, ich meine, die Familienzerstörung, die läuft ja schon seit den 50er, 60er Jahren. Wo man dann, wo die Frauen auch angefangen haben zu arbeiten und eben nicht mehr zu Hause waren und die Kinder in Tagesstätten gingen und so weiter. Und da können sie natürlich umgeformt werden, wie sie wollen, ja. Also ohne dass man eben dann als Eltern noch sehr, sehr großen Einfluss darauf hat. Und da, diese Familienzerstörung läuft schon sehr, sehr lange, ja, also, und ja, das ist Ich bin in der ehemaligen DDR die prägenden Jahre groß geworden, also bis zum 13., 14. Lebensjahr. Und ich muss sagen, also bei uns war es ja üblich, dass Kinder sehr früh in Kindertagesstätten gegeben wurden, damit Mütter arbeiten können. genau. Und ich so die Sozialkontakte in meiner Klasse sehe oder gesehen habe, ich habe da nichts Störendes bei empfinden können. Also es waren wirklich gesunde, gute Kinder, die auch enge Sozialkontakte gepflegt haben. Man hat sich gegenseitig geholfen. Wir haben keine Nachhilfeinstitutionen gebraucht. Das haben eben leistungsstarke Schüler gemacht. Die haben dann mit den Schwestern gesessen und haben denen die Sachen erklärt. So Mathe oder was dann Deutsch betraf. Also bei uns gab es sowas nicht. Man hat sich gegenseitig geholfen. Wir sind als Kinder dazu erzogen worden, bei älteren Leuten Altpapier zu sammeln. Wir haben Kastanien und Eicheln für die Wildtiere gesammelt. Ja. Und das halt nicht mehr. Jetzt ist es eine Ellenbogengesellschaft geworden, jeder gegen jeden und Ja, nicht das, was bei uns so prägend war. Und ich finde, so von den moralischen und ethischen Werten habe ich das bessere Handwerkszeug mitbekommen als mancher Westdeutsche. Und andere, genau. Ja. Ja, das war natürlich, oder darüber. das, ja, das ist ein ganz anderer Rahmen dann dort, oder? Aber das denke ich schon, also wenn es ja dann richtig gemacht wird, sage ich jetzt mal, dann lernen Kinder natürlich ja auch eben das gemeinsam und sich unterstützen gegenseitig und dieser Zusammenhalt, den man als Mensch ja auch braucht. Also das ist auch wichtig, ja. Aber ja, also da gab es auch gerade einen Artikel darüber, dass die Kinder heute eben in den Kitas völlig sich selbst überlassen werden und die alle Entscheidungen selber treffen dürfen und wie schädlich das eigentlich ist, eben für die Entwicklung eines Kindes. Und ja, da darf man schon gespannt sein, was wir da als Gesellschaft halt haben werden in den nächsten 20, 30, 50 Jahren. Und es ist, Erziehung. Also ja. Kinder brauchen im jungen Alter klare Strukturen. Ja, Die wissen ja, noch nicht, ist das ja. jetzt richtig oder falsch. Und die Eltern müssen denen das beibringen. Ja, Also genau. mal lesen, antiautoritäre Erziehung, da gibt es ja diesen Winterberg, diesen Wissenschaftler, diesen Psychologen, der da auch viel drüber schreibt. Der schreibt, das ist absoluter Blödsinn. Ja, Oder hat genau. Das ist ein ganz bekannter Psychiater hier im mitteldeutschen Raum, mit dem hatte ich auch gesprochen. Es gibt auch einen Gerhard Hüther. Genau, der Gerald Hüther, ja, den wollte ich an meinen Online-Kongress einladen und Und schlussendlich ein konnte er leider Buch. nicht teilnehmen. Ja, der hat auch sehr, Den sehr habe ich. schöne menschliche Ideen und Aussagen, die er da macht. Also bin einer, den ich sehr, sehr gut mag. Und das ist halt wieder auch ein gesellschaftliches Thema, wie das PAS auch. Das ist ein gesellschaftliches Thema, wo die Leute immer noch nicht begreifen, was das mit den Kindern macht und was das mit den Betroffenen macht, ja. Und oftmals die Augen schließen und sagen, ja,
eben das Kind wird dann schon groß und das ist ja nicht so schlimm. Und das ist eigentlich der Grund, wieso ich tue, was ich tue, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn sich die Öffentlichkeit nicht ändert, dann wird sich lange, lange, lange nichts ändern, weil das muss in den Köpfen der Menschen ganz klar sein, dass das schwerste, zum Teil wirklich schwerster Kindesmissbrauch ist und auch ein psychischer, mentaler Missbrauch am Ex-Partner, weil diese Leben werden wirklich zum Teil massivst zerstört. Professor Kress hatte ja dazu auch eine Studie gemacht und das ist auch sehr lesenswert, die ist auch in einer familienrechtlichen Zeitung publiziert worden, diese Studie. Und die hat auch mein Anwalt immer an die Gerichte geschickt und an die Richter, aber die sind da auch nicht drauf eingegangen. Ich warte auch, dass PAS in den ICD-10-Katalog aufgenommen wird, was auch noch nicht der Fall ist. Also meine Ärztin würde mich gern deswegen krank schreiben. Ich war auch schon in zwei Traumakliniken, aber das ist eben nicht zu behandeln. Also ich habe auch mit einem österreichischen Wissenschaftler, dem Michael Hüter, gesprochen. Der hat Kindheit 6-7 geschrieben und der beschäftigt sich eben mit diesem Phänomen in Österreich. Also das scheint auch länderübergreifend zu sein. Und ich habe festgestellt, ich habe nach russischen Frauen gesucht, denen das auch passiert ist, dass es da auch Studien gibt, dass russischen Frauen vor allem die Kinder weggenommen werden. Also ich habe norwegische Beispiele gefunden oder ja, wo die Kinder eben dann dort belassen werden. Also dass der russische Elternteil das Kind weggenommen bekommt und der andere dann eben bekommt. Also das ist biologische Kriegsführung auf eine andere Art und Weise, also eher psychologische Kriegsführung. Also ich denke auch, gut, mein PAS, das hat ja in Kanada stattgefunden, gut, das ist schon sehr, sehr lange her. In den USA ist es weit, 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 weit verbreitet und die sind da auch schon einiges weiter als wir hier in Europa, weil weil halt, ich denke wirklich einfach auch mehr darüber gesprochen wird. Es gibt Urteile inzwischen, wo der Entfremder verurteilt wurde, wirklich zu Gefängnisstrafen, weil man eben verstanden hat, dass das so krass und schädigend ist, dass die das jetzt eben im Gesetz auch, dass die halt solche Strafen jetzt verhängen können, ja. Also in den USA gibt es sehr, sehr viel auch zu lesen und eben Menschen, die damit arbeiten und sich da auch wehren und so. Aber das, also ich habe den Eindruck, ich habe mich zwar nicht ganz genau informiert, aber ich habe den Eindruck, das gibt es in sehr, sehr, sehr vielen Ländern, ja. Also wo es jetzt nicht, wie soll ich sagen, es gibt ja auch Länder, wo du schon von Anfang an weißt, dass wenn du dich trennst, dann bleibt das Kind beim Vater fertig. Ja, da gibt es gar keine Diskussion und basta. Das gibt's auch und da ist es dann, klar, das heißt aber nicht, dass die Frauen weniger darunter leiden. Da ist einfach die in der Kultur so festgesetzt, sage ich jetzt mal. Aber in den Ländern, wo das nicht so ist und wo man eigentlich denkt, dass die Ämter hier sind, um einem zu unterstützen, um einem zu helfen, um das Leben auch unseres Kindes, also auch die geistige Gesundheit und was da alles mitkommt, zu unterstützen und zu schützen. Da passieren also sehr, sehr viele solche Fälle, wie jetzt du eben auch leider erleben musst. Ja, also das ist schon sehr, sehr bedenklich. Ja, liebe Eike, vielleicht noch abschließend, was würdest du dir so aus tiefstem Herzen wünschen für dich, für deine Zukunft, für die Zukunft überhaupt der Menschen? Ja, also für die Zukunft der Menschen würde ich mir wünschen, dass eben dieses Bewusstsein eben bei den Leuten auch kommt, dass Eltern von, also Kinder zwei Elternteile brauchen, dass
nicht nur Mutter- oder Vater relevant sind, sondern dass ein Kind eben aus beiden entsteht und dass ein Kind eben auch das Recht hat, beide kennenzulernen und sein Leben mit beiden zu verbringen. Ja, für meinen Sohn würde ich mir wünschen, dass er auch die Kraft findet, den Kontakt weiter zu halten und dass er die Kraft findet, eben ohne Mama aufzuwachsen und trotzdem gesund durchs Leben kommen kann. Und für uns beide würde ich mir wünschen, dass Gott einen Weg findet, uns zusammenzuführen. Also ich bete auch jeden Tag zu Gott, auch für meinen Sohn, dass er die Kraft finden möge und dass eben Gott einen Weg finden möge, uns beide zusammenzuführen. Zusammenzuführen. Dass Gott Mutter und Kind weiterhin voneinander trennen soll. Oder? Genau. Ja, das finde ich sehr schön. Gibt es noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was du vielleicht unbedingt noch sagen oder mitteilen möchtest, liebe Heike? Also ich denke, wir haben eigentlich alles geschnitten, auch was jetzt die Ausbildung von Richtern betrifft, auch was jetzt die wissenschaftliche Literatur, auch was die mangelnde Ausbildung von Gutachtern betrifft, also auch von Verfahrensbeiständen. Das sind teilweise Leute, die aus Berufsgruppen kommen, die überhaupt nicht auf Kinder ausgerichtet sind und einfach dort irgendwas sagen. Also könnte ich als Dolmetscherin ja auch Verfahrensbeistand werden. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der, keine Ahnung, der Strafgefangene betreuen kann, dass der dann auch Verfahrensbeistand sein kann. Eine Menschlichkeit dazu. Und diese Menschlichkeit, die zunehmend allen verloren. Also nicht nur den Richtern, nicht nur den Amtsmitarbeitern. Also es ist wirklich in der Bevölkerung, es ist unmenschlich geworden. Es ist grauenhaft. Dieses Gegeneinander. Es muss wieder ein Miteinander geben. Miteinander, gemeinsam, ja. Da stimme ich mit dir zu 100% überein. Da bin ich auch schon. Das ist ein Thema, wo ich ja eben einen Online-Kongress gemacht habe für diesen Paradigmenwechsel, weil ich einfach wirklich auch denke, hey, wir können als Menschen so gar nicht weitermachen. Ja, das geht nicht. Also wir müssen, dass diese Menschlichkeit muss unbedingt wiederhergestellt werden. Und da ist es aber auch an jedem Einzelnen in seinem eigenen Leben eben zu schauen, hey, wo kann ich was ändern, damit es auch mir, es geht einem dann auch besser, ja, und wenn es einem selber besser geht, dann geht es auch der Gemeinschaft besser. Aber da bin ich mit dir absolut überein. Ja, Eike, ich auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses bewegende Interview und ich wünsche mir natürlich auch für dich und deinen Sohn, dass ihr einen Weg oder eine Lösung bekommt, damit ihr euch bald mal wiedersehen könnt oder zumindest regelmäßig kommunizieren. Ja, also dass ihr da wenigstens, dass ihr einen Kontakt habt, wo du nicht in ständiger Sorge bist auch, sondern spürst, dass es deinem Sohn einigermaßen doch hoffentlich gut geht. Vielen herzlichen Dank, Eike. Alles, alles Liebe und Gute für deine Zukunft. Und ich wünsche dir viel, viel Glück. Ja, und vielen Dank auch an dich, dass du die Arbeit auf dich genommen hast und eben versucht, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, es ist wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, weil es hat sehr viele Facetten und eben es hat mit dieser Menschlichkeit zu tun, es hat mit der Gesellschaft zu tun, es hat mit Menschenleben und Menschenseelen zu tun und das ist mir wichtig. Also das ist einfach mein kleiner Beitrag zum Wohle aller hoffentlich. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss, Heike. Danke, lieben Dank.